Hallo und willkommen zurück zu FM13. Memmingen ist unser Gast heute. Und wenn wir sie besiegen, haben wir sie besiegt, ja? Das... genau, hey. Gib mir ein Hey. Hey. Gib mir ein H. Ah? Gib mir ein Hey. So. Wir sollen in das Dorf der Mibamunra. Uppsala? Obstsalat! Genau, Obstsalat. Und passend zum Obstsalat gibt es natürlich auch einen Holzapfel. Nein. Nein. Das passt echt gut. Das passt wirklich gut. Guck mal da, und offensiv rechts spielt Champlauro. Vom Pokémon Weiß. Der Pokémon-Freak wieder am Start. Nein. Nein. Es versteht. Blablabla. Da schlägt's ein wie eine Granate. Der Köster, der Sven, das vierte Tor. Da der Wettbewerb, Tor. EU. Ja, EU, genau. EU. Super EU. Super EU zahlt den Griechen weiter Geld. Kasse. Kasse, genau, da klingelt's in der griechischen Kasse. Komm, lass uns auch spielen, dass wir pleite sind. Ja, wobei, müssen wir mal zugeben, also die Auflagen, die da kriegen, sind jetzt auch nicht sonderlich geil, ne? Ne. Also, denen geht's ja schon nicht pralle, um jetzt hier mal auch den nötigen Ernst in die Sachen zu bringen, ja. Wir sollten viel mehr wieder debattieren. Weißt du noch, wie wir hier philosophiert haben manchmal? Nein. Stimmt, ich auch nicht. Markus Maria Profitlich. Der strebt doch immer noch nach seinem eigenen Profit. Moment, nee, das macht er eben nicht. Der will doch einfach ins Fernsehen, oder wie war das? Ich habe eigentlich gehört, dass dein zweiter Vorname auch Maria ist, Patrick. Bitte? Mein zweiter Vorname ist auch Maria. Vorname. Das ist leider... Nee, das ist leider falsch. Nee? Ach nee, das war ja Ingelbert. Entschuldigung, Patrick Ingelbert heißt du ja. Nee, ich heiße Anne. Ach, Patrick Anne? Mhm. Ich dachte immer Elisabeth. Nee. So weit ist es noch nicht gekommen. Kommt vielleicht. Nein, so weit werde ich es nicht kommen lassen. Und auch Köstritzer lässt es nicht so weit kommen und schießt erstmal dezent in die andere Richtung. Wie heißt der denn mit zweitem Vornamen? Magdalene. Anneliese. Magdalene, genau, das A ist einfach verschwunden. Magdalene! Tor! Nein, was macht der Keeper da? Er wurde eigentlich nur angeschossen, so, oh. Wollte gerade sagen, der stand einfach nur im Weg. Charlie Haas, das war ein Rosenbein. Jetzt wissen wir endlich wieder, wo Charlie Haas ist. Wer ist noch nicht dieser Charlie Haas? Das ist doch ein Kumpel von uns. Ja, ich kann mich nur noch dunkel an diesen Charlie erinnern. War der cool ja? oder so? Ja, nee. Nee? Nee, aber nee, war ein Kumpel. Ja, gut, ich meine, nicht jeder Kumpel ist cool. Gelegenheitskumpel, ne? Ja, richtig. War das, so. Ja. Wenn alle anderen nicht können, rufst du den an. Weißt du? Charlie Haas. So einer ist das. Genau, so einer ist Chart. Genau. In den Charts ist er ganz weit unten. In den Freundeschart. Glatze! Glatze! Glatze. Beruhigung. Das gibt gelb. Karton. Versehen. Wie energisch er in sein Hintertäschchen gegriffen hat, um die gelbe Karte zu zücken. Ja, da habe ich mir selbst einen Klaps auf den Popo gegeben. Das machte mich scharf. Genau. Das gibt's doch nicht. Jeder Freistoß kommt einfach an. Das ist sensationell. Das ist toll. Sensationell. Ja. Strobel. Das gibt den Elfmeterkarton. Nach jedem 1-0 gibt es einen Elfmeter. Das ist die neue Tradition, die ich jetzt hier eingeführt habe. Was ein Elfmeterkiller. Markus Maria Profitlich. Ja. Irgendwie hat er gerade einen Markus Maria Profitlich Fetisch. Ich weiß nicht, was da wieder schief gegangen ist. Ich finde den Namen einfach nur so lustig. Also ich finde Markus da am lustigsten.
Nein. Nein. Das machst du echt gut. Ich mach dich ja nur nach. Nee, das stimmt nicht. Los, zeigt es ihnen. Zeigt ihnen, wie der Hase entlang läuft. Wo läuft er denn? Dieser sogenannte Hase. Keine Ahnung. The so-called rabbit. Wow. Ja. Hua, hua. Havala. Hey, klasse auf Knaller. Havala auf Knaller, es reimt sich. Das war ein Foul. Aber ich lasse die Karte mal stecken. Hey, Miro Klose mit dem Tor. Das gibt's nicht. Wieder kommt alles an, aber nichts ins Tor. Ach, aber das war wieder yippie, ja, yippie, yippie. Da wird nur gesucht, glaube ich, ne, bei den Standards. Nein. Es ist aber, glaube ich, der bei Standards auch gar nicht nach vorne soll. Doch, ist er. Nein. Doch. Doch. Die Hölle. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die... Hey, klasse. Da ist das Ding. Das hast du doll gemacht. Irgendwie macht der immer das 2-1. Der köstete das 1-0 und der macht immer hier das zweite Tor, sagen wir es mal so. Wenn es überhaupt mal ein zweites Tor gibt. Ja, aber gab es denn in den letzten beiden Spielen? Halt's Maul. Okay. Alles nur Propaganda. Ja, Propaganda. Propaganda. Meister Propper. Meister Propper von der Nune. Davon hätte ich nie genug. Ja, das trifft's. Ach jo, wechseln kann man ja auch in diesem Spiel. Ein neues Feature. Das Wechseln. Genau, ein neues Feature. Damit prahlen sie beim FM14. Jetzt kann auch gewechselt werden. Moment, ich will nicht mit euch sprechen. Auszeit, Timeout, ich will mit ihnen sprechen. Ich würde ja auf jeden Fall Bären bringen, der hat eine super Moral. Der ist uralt und eine super Moral, klasse. Und den Schulz. Wobei, nein, den Schäfer. Den Schäfer Heinrich bringe ich. So, so, so und so, bei uns Schäfern ist das so. Du musst das Behinderte singen. Nein, das kannst du ja wohl am besten. Mach mal. Nee, also so behindert wie du bekomme ich es dann auch wieder nicht hin. Nee, doch Behinderter hast du ja gesagt, ne? Also an meinen Nicht-Behindertheit kommst du gar nicht ran, das ist richtig. Das stimmt, denn so behindert wie du bist, das geht gar nicht mehr. Das kann nur noch der Schärfer. Das war knapp. Der Schärfer kann das so. Sieh doch eh nicht, ist doch ich sei. Halt's mal auf. Ja, aber das war trotzdem knapp. Guck, nein, war es nicht! Hör auf, was zu sagen, sonst zweifelt der Cyborg noch an so einer Entscheidung. Lass uns ein Bad nehmen. Ja. Okay, das Bad haben wir verschoben. Aus. Chef Lauro kommt. Hey, der wurde gefoult. Das gibt den gelben Karton. Das ist ein lauter Tor auf dieser rechten Seite. Batsch, boah. Mit der Schulter einfach mal durchs Gesicht gezogen. Überhaupt kein Problem. Das war ein Frontalkrisch. Ich den ADAC mal anrufen. Ein bisschen abschleppen hier. Den ADAC. Beckendecker, Beckendecker. Hat fast getroffen. 10 Minuten noch, dann gibt's O-Saft. Saftigen. Hey, Gunther. Klasse. Ja, scheiße. Na doch, das war super scheiße. Ich hab gedacht, die Scheiße kann man nicht übertreffen, aber dann hast du es noch beschissener gemacht. Was war das denn? Das wird auch immer beschissener hier. Ich könnte allein aufs Tor zu rennen. Oder ich könnte abpassen. I take you to the candy shop. Du. I let you lick my lollipop. Du. Hey, klasse, scheiße. Ein Schuss wie ein Strahl. Oh Gott, da hat ihren Wagen getroffen. Ich hoffe, der hat Vollgas. Kamehameha. Ja, genau. Kamehameha.
Da, da, da. Dün, 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 dün. Havala kann nur gerade ausschießen, merke ich gerade. Das erinnert mich irgendwie an Schütz. Der konnte auch nur. Ja, klasse, der ist aus dem Tor, der Torwart. Ey, das hat er aber immer super gemacht. Hat ja, der klasse, war super auf den Torwart geschossen. Ja, das war's jetzt. Das verrät mir mein Schweißband. Der Witz wird auch nie alt. Ja. Klasse. Klasse. Wo stand ich denn da gerade? Weiß ich nicht. Wie komme ich denn hierher? Hier wohnen. Das gibt's doch nicht. Klasse. Da. Die Ergebnisse, Ladies and Gentlemen, wir verbessern uns auf Platz 11. Und jetzt sind es nur noch 16 Punkte. Moment. Das war doch genauso. Egal. Hey, aber trotzdem nur noch. Herr Kane ist heute bei mir zu Gast. Welcher Spieler mögen Sie? Kane. Ich mag Spieler, die sich mir gegenüber als Trainer allen Zustimmungen unterwerfen. Okay. Sind Sie also eine kleine Domina, Kane? Ja. Okay. Danke, Kane. Ich hau ab. Kann ich nicht mehr sehen. Sagt er immer, ne? Mhm. Hau ab. Der sagt nicht gerne. Nee, der sagt, hau ab. Genau. Nee, der sagt, passt schon. Kane. Da sind Sie. Moment. Heute kann ich Bruce's Studio den da begrüßen. Kane, hallo! Kane, aber bitte Kane. Ja, bitte? Kane, bitte lassen Sie heute das Studio unverbrannt. Ich hätte nochmal eine kurze Frage an Sie. Besonders Furious war heute der Auftakt Ihrer Mannschaft, Herr Kane. Bevor Gigner wusste, was Sache ist, lag ihr Team bereits in Führung. Was haben sie ihren Spielern mit auf den Weg gegeben? War das dann doch Schokolade oder was anderes? Ich habe sie richtig heiß gemacht. Wir wollten sie überfallen. Ich will gleich den ersten Minuten zeigen, dass wir A haben. Das war ein Heimspiel, da muss man in Schlussen auftreten. Das war ein Heimspiel, sagen sie? Ja. Also, da kann ich Ihnen verraten, der Status bei mir und meinen Fans steigt um 2, Herr Kane. Hey, klasse. Ihr Push, den schreiben wir hier weiter voran. Super. Ich halt's Maul. Danke, Herr Kane. Ich hau ab. Boah, aber München gewinnt echt voll hoch. 7-0, 6-3, was geht mit denen? Halt's Maul! Oh. In 40 Tagen ist die FIFA Club, weil. Okay, dann nicht. In 50 Tagen ist der Transferfenster wieder geöffnet. Da hab ich auch Glück an eine Frage an Sie, Herr Kane. Mit des Transferfensters. Was denn? Sind Sie auch begeistert, dass das Transferfenster in 50 Tagen öffnet? Was ist denn für eine Frage? Natürlich. Ja, natürlich, genau. Okay. Danke. Ich hau ab. Was lachst du? Staubsauger, du hast gut gesaugt. Also den Staub. Ja, natürlich, was denn sonst? Ich schon wieder gegen die Schwänze? Ach, Pokal. Ach, scheiße. Immer gegen diese Schwänze. Hey, Schulz, du hast gut trainiert. Ist doch Pokal, oder? Ja, ne? Weiß ich doch nicht. Ja, ja. Natürlich, gewinnen wir nicht eine Radkappe hier? Ne, erstmal zweite Liga, ne? Mhm. Ist das... Aber wir haben doch schon gegen die Schwänze gespielt. Nee, ist Ingolstadt 2. Und Ingolstadt, haben wir gegen die Schwänze gespielt? Ich meine ja. Ach, Gelaber. Gelaber. Wann spielen wir eigentlich wieder Pokal? Hast du das mal rausgefunden? Welchen Monat sind wir? November. Dann kurz vor der Winterpause. Echt ernst? Ja. Auch der untere? Hm. Hey, auch der hichere? Ja. Hey, ja. Hier. Nämlich gegen da, am 12. März. Okay, ist ja gleich. Ja. So, Alexander, der Stahlgerät ist wieder fit, dann muss der Stausauger kurz mal in die Kajüte. Ich hab von der Bank Penner. Dann lasse ich die Elf diesmal unverändert und lies nochmal meinen Briefkasten durch. Was steht denn da? Der ist fit.
Egal. Verletzt. Opfer. Okay. Egal. Müsste Form gewinnen. Oh, okay. Merke ich mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.